die hier nochmal weg. Ja, die war auf jeden Fall recht lang. Ja. Nur, dass hier vorne funktioniert nicht, was du vorhast. Was denn? Du musst hinter einer Kurve einen Platz lassen, sonst geht die Schiene nicht hoch. Weil eine Kurve kann nicht steigen. Okay. Ich komme. Ja, das ist jetzt nicht hundertprozentig durchdacht gewesen, nur... Ich sehe schon, ja. Okay. Das habe ich ein paar Mal nämlich gemacht, glaube ich. Huch, ich habe dieselben Fehler gerade wieder gemacht. Moment. So. Okay, jetzt haben wir... Beschleunigungsteile, hier genau. Moment, ich fange mal von oben an mit Beschleunigern. Das wird hier nämlich auf jeden Fall noch alles, werde ich hier das verglasen, dass du da hinter den Glaswänden so diese, nochmal diese Soldaten stehen siehst. Ich habe gerade denselben Fehler gemacht. Nein, alles nochmal. Weil das finde ich nämlich ganz cool. Okay, schau mal, guck mal, hier oben kommst du dann nämlich raus. Ja, geil. Und dann hier halt noch, das war jetzt echt Arbeit, das zu finden, diese Stelle. Machen wir noch ein normales Tor rein. So. Und... mal gucken, dass man hier vielleicht dann noch... Dann schaue ich mal wegen den Beschleunigungs... Genau. Ich gucke auch gleich nochmal von der anderen Seite her. Okay. Hier oben muss man auf jeden Fall mal gucken, dass man dann nicht direkt alles durchsieht von oben. Dann nochmal die Mauer aufzubauen. So. Genau, dann hier auch noch mal. So. Jetzt von vorne dann ein bisschen breiter. Und farbiges Glas. Das nehme ich dann am besten. Nicht violett. Was haben wir denn dann noch? Gelb? Ich weiß nicht. Zeit 3. So. Muss man halt nur auf jeden Fall aufpassen.
macht das Ganze nochmal einen kleinen Ticken länger, den Auslauf. Dass man ansonsten wäre es ein bisschen blöd, sonst wolltest du direkt wieder runter, wenn der nächste kommt, weißt du? Mm. Jetzt werde ich mal gucken, dass ich. Ach nee, das geht ja auch nicht. Oh Gott. Mein Raum ist einfach zu optimiert auf. Es passt gerade alles so. Naja, egal. So. Du hast mich angeschubst? Nee, hab ich nicht. Okay. Ich guck mal, ob das von der Beschleunigung reicht. Aber ich fahr auch mal hinterher gleich. Ich will das auch mal gucken. Okay. Es muss ja, kann nicht sein, dass ich jedes Mal meine Bahn hier nicht schaffe. Ich mach mal mein Interface aus, dann habe ich nicht die Karten mehr genießen können. Ich hätte dich fast getroffen. Ja, okay. Das ist ja noch der Anreiz dann so. Hm. Ich bin gespannt. Sag mal, ob du dann den Sprung geschafft hast. Ja, ich guck mal. Ich bin echt oben hängen geblieben. Okay. Nein. Aber ganz knapp an der. Nein, meine Lore ist runtergerutscht. Sprung hat funktioniert. Warum klappt er denn nur bei mir immer nicht? Damit habe ich auch noch zwei Loren vorgeschickt. Echt? Habe ich vielleicht irgendwas an mir dran, was ich jetzt meinen Sprung nicht schaffe selber? Nein! Okay. Kommt jetzt eine Lore entgegen. Okay. Den ist zu wenig Schwung. Müssen wir uns aber packen. Soll ich Dora einfangen gehen? Ja, wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Testkandidaten dann anschauen, ob woran das dann quasi liegt. Ob das echt nur bei mir liegt, dass man den Sprung nicht schafft. Hm. Nee, nur du schaffst den nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir noch ein paar Ecken wegmachen. Noch mal so viele schwarze Stellen. Hm. Und quasi jetzt noch so das Verfeinern. Yay, aber ansonsten? Was meinst du so? Ist gut geworden. Okay. So ein paar Feinheiten, die man noch verändern kann, aber sonst ist es schon echt gut. Aber das Problem ist mal, ich darf es oben auch nicht schneller machen. Das ist ja das Problem. Wenn ich es oben schneller mache, dann bist du zu schnell vorne. Deswegen verstehe ich auch nicht so ganz. Oh, da kommst du gerade. Jetzt stecke ich auch. Hm. Aber wieso? Moment, ich hab noch eine Idee. Wir machen das mal so, dass wir das hier rausmachen. Und machen wir mal eine Erhöhung, also eine Höhe quasi weniger. Das Ganze mal so machen. So müsste es ja theoretisch auch gehen. Okay, dann teste mal. Ich gehe nochmal zwei Stufen nach hinten von den Beschleunigern. Okay, ich habe auf jeden Fall beide Schalter getroffen. Das ist schon mal gut, weil das ja wichtig ist. Ja, also man kommt durch, aber so brennt man. Okay. So brennt man definitiv. Mach du auch nochmal den Sprung? Ja. Wo bist denn du angefangen? Zwei Beschleuniger weiter hinten, also um die Ecke.
Wie komme ich denn hier raus? Ah, jetzt. Ich habe gemerkt, dadurch ist die Lücke ein Ticken kleiner. Siehst du? Ja. Hä? Wieso ist denn bei dir jetzt... Du warst jetzt zu schnell wieder da. Hast du gemerkt? Ja. Ich probiere es jetzt noch einmal. Das ist echt ein Sekundenspiel. Und jemand hat auch gesagt, dass wir... Du kannst zwar das Signal langsamer stellen, aber das bringt ja in dem Fall nicht, da wir es ja schneller bräuchten. Und nicht langsamer. Was regnet im Moment? Slash weather clear. So. Also so schaffst du auf jeden Fall den Sprung, wie es jetzt gerade ist, aber man ist zu schnell. Das heißt, wir könnten, um es zu verlangsamen, müssten wir quasi wie so einen kleinen Schlenker noch reinmachen oder so in die Strecke. Ich guck gleich mal, wie viel wir zu schnell sind, wenn man das so macht, wie es jetzt ist. Genau, siehst du? Das Zeitfenster ist nämlich zu klein. Siehst du das hier? Ja. Aber ich bin durchgekommen, ne? Mhm. Es muss ja auch eigentlich nur die Lore durchkommen. Fährst du mit? Tust du mir den Gefallen und fährst du jetzt nochmal das Ganze? Weil komplett? Das wäre ja nur den... Fahr einfach da, wo die Soldaten stehen an. Also nur den Turm nach oben, dass du wirklich den realistischen Schwung mitnimmst. Weil im Endeffekt ist das ja eigentlich genau das, was ich am Anfang wollte. Dass das Fenster so klein aussieht, dass du denkst, scheiße, du schaffst es nicht. Aber du brennst halt. Weil theoretisch muss ja nur die Lore durchkommen. Der Rest ist ja egal. Also man selber überlebt es ja, wenn man da kurz mal ein bisschen brennt. Ich bin gespannt. Da kommst du. Du bist durchgekommen, oder? Ja. Und du, genau, du bist das kleine Fenster durchgekommen, alles klar. Ja, das ist doch so eigentlich ideal, oder? Mhm. So kriegst du den Schock, dass du brennst. aber du überlebst es ja auf jeden Fall. Also die Bahn, und so kommst du auf jeden Fall oben nämlich immer runter, weil das war nämlich ein Punkt, wo wir häufiger mal jemanden hatten, der stehen geblieben ist. Deswegen ist es dann nämlich so deutlich besser. Man könnte es auch so machen, da wo sich die Spuren kreuzen, da schießt der eine Pfeiler auf den anderen, genau. Oder man gibt einen Bogen vorher aus, dass die anderen nochmal sich gegenseitig bekämpfen können. Da bist du! Yay! Jetzt ist quasi nur noch reines Feintuning. Ah, ist doch schon mal super. Guck, ich habe jetzt viel von außen. Habe ich jetzt hier. Weil damit du das hier durchsiehst, nochmal ein bisschen Licht, damit das ein bisschen versteckt ist. Findest du die Farbe zu unmännlich? Also, vielleicht sollte man blau nehmen. Mhm. Kritik verstanden. So besser? Ja. Okay. Passt auch besser zu den Skeletten. Ja. Darum ich alles den Wither-Typen. Sieht doch schon mal vielversprechend aus. Okay, jetzt muss ich also nur noch, jetzt ist es eine reine Optik-Sache noch. Die Technik funktioniert. Und jetzt muss man nur noch schauen, dass man das Ganze noch ansprechender macht. Ich überlege gerade, soll man noch sowas reinmachen? Nee, das ist zu much. Okay, dann werde ich also unten nochmal hauptsächlich im Lava-Bereich. Dann Tier, auf jeden Fall vielen Dank für deine Hilfe noch in dem Bereich damit. Gerne. Und dann können wir schon gespannt sein, was du beim nächsten Mal, wenn ich mich einlogge, wieder gebaut hast. Und ja.
Dann verabschiede ich mich hier von euch und dann sehen wir uns in einer neuen Woche dann wieder mit jeder Menge Together Minecraft Action. Und übrigens, das habe ich ganz vergessen, ich habe die Map hochgeladen. Die ist verlinkt hier unter dem Video, die Zoo-Map. Dafür braucht ihr aber Minecraft Forge und müsst dann in den Save-Ordner. Also der Save-Ordner, den findet ihr, wenn ihr unten links in der Suche auf Windows... Oh, ein Krankenwagen. Also wenn ihr unten links in der Suche %AppData% eingebt. Also ich zeige es euch mal hier. Ihr gebt quasi %AppData% ein. Oh, Prozent, nicht. So. Dann kommt ihr auf den Roaming-Ordner. In dem Roaming-Ordner geht ihr in den .Minecraft-Ordner. Und in diesem .Minecraft-Ordner ist eine Saves-File. Und da müsst ihr einfach nur alles rein entpacken. Und das war's dann schon. Also da einfach das rein entpacken. Dafür braucht ihr WinRAR. Müsst ihr euch aber noch runterladen oder irgendwas anderes zum Entpacken. Und ansonsten einfach über den Link, den ich unter dem Video verpackt habe, die Zoo-File runterladen. Und falls ihr kein Minecraft Forge drauf habt und kein More Creatures, einfach über den Link, der unter dem Video ist, kommt ihr in mein Tutorial, wie ihr das Ganze drauf bekommt. Und damit dann viel Spaß mit dem Zoo und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Tschüss.